Hallo, hallo, schönen Tag. So, hier noch ein paar weitere Pre-Geburts von den Glitter Girls, ne, aus England. Sind ja echt schon alt. Aber ja, ne, denen passiert ja nichts. Ist echt, sind sehr robuste und gute Qualität. Da steht sogar Gipsekat Kraft 2004. Ja, echt. So, und ja, was ich zeigen möchte, das ist eben erstmal das Board. Und jedes hat ja seinen Namen, aber ja, habe ich nicht mehr im Kopf. Kann man ja auch recherchieren, das gibt es im Internet, kann man sehen. Und das sind so Bordüren, ne? Verschiedene. Man kann auch einzelne Teile dann nehmen. Und alle haben so diese Führungsschiene, ne? Dass man, wenn man ein Blatt drauflegt, dann die Schiene dann führt, ne? Hat man das? Das ist auch diese. Jedes Teil hat so eine Schiene, Führungsschiene. Auch von da kann man dran wählen. Und das ist ja echt so das Wichtigste bei den Sachen. Ja, sind echt verschiedene Linien. Und auf der anderen Seite habe ich dann, hier ist es dann noch mehr. Und da sind noch so präge Linien, die zum Falten von Karten, Scrapbooking kann man nutzen dann für Scrapbooking. Ja, und das steht dann, ne? Hier ist A4 Hälfte, halb, ne? Dann hat man einfach ein A4 Blatt, hat man schon. Und da ist die Hälfte A5. A5 Blatt hinlegen und die Hälfte ist da. So, diese Linie ist Trifold, wenn man, ja, drei Falten macht, ne? So, das A4 Blatt in drei Teile faltet, ne? Dann ist eine A4 Gate. Und dann sind das so eins, zwei wie Gates, ne? Zwei Seiten, so eine Einschlagkarte. A4 und A5 auch Gate. Ist das, kann man anlegen, so, ne? Ist schon so eine das volle Spektrum, ne? So, und da ist es, geht es weiter, ist auch noch, denn sind Linien, eben Falzlinien. Für die, ne? So, ja, und das ist das eine. Okay, und da hat man so eine Anlegeschiene auch, ne? Ist echt auch gut. So, dann ist das eine weitere. Ich zeige es mal so. Das ist auch kleine Buchetricks. Diese für Buchkarten herstellen, ne? Diese für kleine, für Mini. Das ist auch so eine Mini-Buchkarten als Glockeform und hier als Blütenform, Blumenform. Ja, und die verschiedenen Größen, ne? Und das ist auch so auch vielseitig. Da kann man auch Vellum und so weiter, ne? Und das sind diese Mini-Größen. So, und auf der Seite hat man dann auch noch weiter die Herzen, auch diese Form. Und da oben auch dieses verschiedene. Da kann man dieses nehmen, man kann das nächste nehmen und so weiter. Ne? Das ist so eine, wie Schichten, das 3D aufbauen. Jede Größe, ne? Wird dann ausgeschnitten, geprägt ausgeschnitten und dann in 3D-Effekt übereinander dann platziert und aufgeklebt. Auch das da noch ist so eine kleine, auch
So eins, ne? Das dann. Ja, und da ist dann genau das erste Board, glaube ich, Bukatrix. Damit hat es, glaube ich, angefangen damals. Und die ist ja, sieht auch schon, ich hatte manche mit einem Stift nachgezogen, dass man da die Linien auch sehen kann. Hier von der Seite ist diese, dann von der Seite ist diese und so weiter. Aber ich glaube, ich kann es mal wieder alles putzen. Ah, ich glaube, so. So ist es richtig, die Seite. Ist auch sehr alt, ne? 2004, aber die kamen nach Deutschland, glaube ich, schon so vielleicht über 10 Jahre her. Ja, durch Ready Kraft, glaube ich, Firma heißt sie. Die Familie Renz, ne, hatten das nach Deutschland eben da gebracht. Ja, und da ist auch das gleiche, eben diese Führungsschiene, und dann kann man dann prägen. Man braucht so einen Prägestift. Ich hatte auch schon so weit durchgebrochen, weil man kann da auch dünnere, auch dickere, aber die müssen dann noch, dass sie nicht das Papier reißen, ne? So, und das ist dieser Bukatrix. Find vier Lagen sogar kann man dann machen, ne? Und auch noch so ein kleines Mittelteil. Und da sind dann auch Fähnchen und Labels und Etiketten. Auch so kann man auch Blatt und Blumen, ne? Auch so eine Glocke. Thematisch dann auch mit Vellum, ne? Es lässt sich auch da echt viel damit machen, ne? So. Und dann eben dieses Board, ne? Ist auch echt cool. Da kann man ja auch, hier ist, wo steht es? Da ist die A6-Karte. C6 steht der Rand, ne? Dann geht es weiter. A5. So. Und dann noch A4. Ne, nicht ganz A4, ne? A5. Das. Ne. Es kann man eventuell länger machen. Naja, das, man probiert dann aus, ne? Wenn ich dann hier lege ich dann eine A6 Format und dann kommt das, kann man auch so groß, ne, dass man den Rand dann macht. Ja, ist die Seite, und dann auf der Seite hat man das Alphabet. Echt, finde ich auch schön. Kann man auch mit dem Vellum, ne, machen. Und auch so eine Schleife oder so ein, ja, Deko-Elemente, die man dann auch ausprägt und dann ausschneiden kann. So, das war erstmal das. So, okay, wollte ich mal zeigen. Mal schauen. Habe vor, ein bisschen vielleicht damit wieder mal anfangen, was zu basteln, werkeln, ne? Und die mal nutzen. Okay. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.